Ja, hallo, mein Name ist Boris Esser. Ich bin Geschäftsführer der Tarent, Firma aus Bonn und Berlin. Erkläre ich gleich noch ein bisschen genauer. Wir haben eben schon darüber gesprochen mit meinen anderen Kollegen hier, wie man das verstehen kann, Arbeit mit Open Source, aber der Rob hat es ja genau richtig angekündigt. Wir verstehen jetzt hier drunter den professionellen Business-Einsatz von Open Source, wie es in unsere Welt reinpasst und wie wir damit auch im Endeffekt Geld verdienen können, unsere Mitarbeiter beschäftigen können und existieren können. Da ich nur 10 Minuten habe, stelle ich mich jetzt nicht noch umfangreicher vor, was normalerweise angebracht wäre. Aber die Zeit rennt uns davon. Wir fangen einfach mal an, was die Tarent ist, beziehungsweise wie ich die Tarent sehe. Die Tarent gibt es seit 10 Jahren, plus, sage ich einfach mal, in Bonn gegründet. Also wir sind kein ganz frisches Unternehmen, es gibt schon was länger. Wir haben 50 Mitarbeiter in Bonn, Berlin und Stuttgart durch den Kunden. Wir sind Dienstleister für T-Systems, Bosch, die SBKs, Auswärtige Amt, BMJ und noch viele andere relativ namhafte Kunden, interessante Kunden und skalierbare Kunden. Wir sind, und das ist keine Blase, technologisch hochwertig. Wir sind individuell und skalierbar. Wir sind plattformunabhängig und flexibel. Wir sind transparent und nachhaltig. Wir machen Software und Dienstleistungen. Wir benutzen offene Standards und Open Source. Workflow, Webservice und Mobile sind Themen. Wir sind future-proofed. Wir machen Enterprise. Genau, ich wollte die Buzzwords auf einer Seite abhandeln. Ja? Ja, es gibt Kunden, mit denen kann man wachsen. Und es gibt Kunden, die können mit uns wachsen und durch uns wachsen. Kann ich gerne nochmal vertiefen. Ja? Das ist alles Teil einer kundenorientierten Vorangehensweise. Unsere Strategie, unsere solide Basisarbeit ermöglicht uns eine zielgerichtete strategische Ausrichtung. Diese Basis, das Produkt, mehrjähriger Investitionen in Technologie, Innovation und Nachhaltigkeit. Es ist schön, dass man sagen kann, dass ich sagen kann, dass unsere Leute sagen können, Ziele, die wir erreichen, sind nicht zufällig, sondern sie sind geplant. Und diese Ziele zu erreichen, macht dann umso mehr Spaß. Wir haben in den letzten Jahren viel investiert in Technologie, Innovation und Personal und Nachhaltigkeit. Dabei ist der Markt im Endeffekt und Open Source und die Akzeptanz des Open Source Stroms quasi absolut für uns gelaufen. Das heißt, das war ein Enabler für uns. Der Markt bewegt sich in unsere Richtung, wir bewegen uns in den Markt rein. Das ist ganz toll zu erkennen. Das haben wir damals auch schon erkannt und das bestätigt uns irgendwo in unserem Vorgehen. Da ich auch Vertriebler bin, möchte ich ganz kurz mal so ein bisschen Schweif machen, was Erfolgsfaktoren im Markt sind und wie ein Markterfolg bestimmt wird. Ich möchte es allgemein anfangen und möchte dann zeigen, warum genau wir darin Erfolg haben. Es gibt 3 Faktoren. Es gibt den Markt selber, es gibt Produkte und Dienstleistungen, es gibt Menschen und Organisationen. Diese 3 Größen sind entscheidend für Markterfolg. Und an diesen 3 Größen, wo wir jetzt hier mal allgemeine Bedingungen sehen, wie Marktbedingungen, Wettbewerb, Trends, Markterweiterung, bei Produkten, Dienstleistungen, Innovationen, Systemangebote, Differenzierung, Grundmerkmale, Zusatzmerkmale und bei Menschen und Organisationen Vision, Ziele, Strategiekonzept, Entscheidung, Investition, Führung, Zusammenarbeit, Information und Qualifizierung. Das sind allgemeine Merkmale. Ich bin jetzt ein bisschen schnell durchgegangen, weil 10 Minuten nicht so lange sind. Das ist eine allgemeine Definition. Und hier jetzt die Auflösung, wie die Tarent das sieht und warum Tarent diese Erfolgsfaktoren oder wie sie sinnvoll einsetzt. Der Bereich Menschen und Organisationen steht für Ziele und Visionen. Das haben wir. Das haben wir in der Geschäftsführung, das haben unsere Mitarbeiter und das haben auch die Entscheider, die uns einsetzen. Das ist einfach sinnvoll, mit diesen Leuten zu arbeiten, A als Mitarbeiter und B als Kunden, weil es bewegt sich, es entsteht da was und gerade im Verdrängungsmarkt, auf der Jobsituation ist es so, dass zunehmend mehr Entscheider auch Ziele und Visionen leben müssen. Da zählt halt nicht mehr, ich setze IBM ein, weil es alle anderen auch tun. Da geht es einfach darum, auch ein bisschen zu riskieren, ein bisschen Mut zu beweisen und voranzugehen. Im Bereich Produkte und Dienstleistungen stehen für uns Innovation und Differenzierung ganz weit vorne. Innovation ist halt unser technologischer Antrieb, den wir haben. Uns vor Jahren schon auch in Richtung Open Source zu bewegen, war für uns eine Innovation. Die Differenzierung ergibt sich ganz klar auch aus Open Source für uns. Markt und Wettbewerb steht für Entwicklung und Trends, Marktbedingungen. Und genau diese Kombination aus diesen Erfolgsfaktoren sinnvoll miteinander verbunden. Da könnten wir jetzt noch mehrere Argumente anbringen. Da könnten wir auch sehr lange noch drüber sprechen.
steht für uns für Arbeit mit Open Source. Wir verknüpfen genau diese Punkte und auch noch mehr sinnvoll miteinander und haben dadurch auch die Chance, voranzukommen. Trend gleich Open Source, Open Business, Open Strategy. Wir sehen es als Aufgabe der Trend auch, zurückzugeben. Zurückzugeben heißt Richtung Community, indem wir zum Beispiel hier Platin-Sponsor sind, indem wir zwei freie Projekte, das Yalimo-Projekt und das Evolves-Projekt, gegründet haben, unterstützen und mitentwickeln. Das heißt für uns, wir geben zurück, wir wollen mitbegeistern, wir wollen mithelfen, wir wollen mit aufbauen. Kurze Erklärung zu den beiden Projekten. Wer dazu noch mehr Informationen braucht, kann das gerne bei uns am Stand abholen, vorne im Eingangsbereich oder mich später noch ansprechen. Ich bin heute ab späten Nachmittag wieder hier und morgen den ganzen Tag da. So, genießen Sie den freien, mobilen Samstag und Sonntag. Ich sage noch mal ganz kurz, was ich Ihnen empfehlen kann. Morgen noch die Keynote von meinem Kollegen Elmar Gese. Das Prinzip Freiheit steht für den freien Sonntag. Gleichzeitig noch den Yalimo-Vortrag. Da geht es um Java Linux Mobile, unsere Mobile-Strategie, auch das freie Projekt. Auf jeden Fall interessant, sich anzuschauen. Gleichzeitig kann man vorne am Stand halt noch unsere WM RoboCup Junior Gewinner aus Atlanta sehen, ein Schülerteam, was wir unterstützt haben hier aus St. Augustin. Zusammen mit dem Fraunhofer Institut sind sie Weltmeister geworden dort, die unterstützen wir, die sind auch hier, stellen ihre Roboter aus. Wir selber basteln Lego-Roboter und am Stand können wir noch viele Fragen beantworten. Und gleichzeitig setzen wir natürlich auf Nachwuchs und würden uns freuen, wenn der ein oder andere sich bei uns bewirbt, sich vorstellt und mit uns spricht. Das war's in der Kürze. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben. Es ist nur kurz möglich gewesen. Wenn noch Fragen sind, würde ich die gerne beantworten. Sonst im Laufe des Tages oder morgen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alle Fragen beantwortet habe, aber genau, ich bin ja noch was da. Dankeschön. Wird schon klappen so. Test. Hallo? Okay. Ich hoffe, das reicht dann so. Ein bisschen verheddelt jetzt hier. Okay. First it was planned, oder zuerst war es gedacht, dass ich diesen Vortrag auf Englisch halte. Jetzt weiß ich nicht, how many people here speak only German, who only English? Okay, sorry, Zach. Okay, dann wechsle ich also zu Deutsch. Ich denke, das ist für jeden einfacher, wie auch für mich. Na, hallo? Okay. Welcome in the world of open source. It doesn't likes me. What the fuck? Okay. Closing helps. Okay. Vielleicht kurz zu dem Ziel des Talks, also euch ganz kurz unsere Firma vorzustellen und was wir mit Open Source machen und hoffentlich näher zu bringen, warum wir Open Source machen. Vielleicht kurz zu mir, also ich bin Tobias Struckmeier, ich arbeite bei Easy Systems seit 2005 als System Developer und Consultant. Ich beschäftige mich mit PHP seit 2000 und habe vor jetzt 3 Jahren die PHP-User Group in Dortmund gegründet. Und ja, Geek by Nature. Also zuerst, die Schrift ist ja anders. Ja, wer ist Easy Systems? Also wir sind Hersteller eines Enterprise CMS.
und der Easy Components. Beides ist Open Source. Jeder, der im PHP-Bereich ein bisschen bewandert ist, hat sicherlich schon mal von den Components gehört oder auch von Easy Publish, unserem CMS. Gegründet wurde Easy Systems 1999 in Norwegen. Mittlerweile sind es um die 85 Mitarbeiter. Ich habe die genaue Zahl jetzt leider vorher nicht mehr in Erfahrung bringen können. Aus den verschiedensten Ländern und von verschiedensten Nationalitäten. Halt Norwegen, Ukraine, Frankreich, Kanada, Deutschland und mittlerweile auch Dänemark. Wir haben auf der ganzen Welt über 130 Businesspartner, also sprich irgendwelche Agenturen, die mit unserer Software arbeiten oder Services dafür anbieten. Weiterhin haben wir eine Community von ca. 25.000 Entwicklern weltweit, die auf unsere Software setzen. Ich will ein bisschen mal mit unseren Kunden prahlen. Da sind ein paar sehr namhafte dabei, denke ich. Den einen oder anderen Namen hat sicherlich jeder schon gehört. Darunter die NASA, das Verteidigungsministerium in den USA, dann die UN. In Deutschland ist das auch die Sparkasse, das Rote Kreuz dürfte jeder kennen. Ja, sogar Send ist dabei. Das sind alles Kunden, die Easy Publish im Intranet einsetzen als Applikationsbasis oder als Content Management System für ihre Webseite. Ja, was machen wir mit Open Source? Wir arbeiten, ihr müsst entschuldigen, ich muss das live übersetzen, wir arbeiten massiv mit Open Source im Unternehmen, also proprietäre Software ist bei uns rar gesät. Wir benutzen den traditionellen LAMP-Stack, um unsere Software beim Kunden zu installieren und auch unsere Software zu entwickeln. OpenOffice ist bei uns der Dokumentenstandard. Das heißt, jeder in der Firma sollte OpenOffice verwenden. Ansonsten sollte er nicht damit rechnen, dass das irgendjemand liest. OpenOffice ist übrigens auch integriert in unsere Software, was es uns natürlich ermöglicht, einige nette Spielereien damit umzusetzen, dass wir Dokumente direkt nach OpenOffice exportieren und importieren. Die Software, die wir erstellen, ist genauso Open Source wie die Software, die wir einsetzen. Es ist zwar so, dass wir von Easy Systems hauptsächlich den Kernel unserer Software betreuen, mit ein paar Community-Mitgliedern, um halt einen gewissen Qualitätsstandard halten zu können und bestimmte Garantien geben zu können. Ansonsten ist unsere Software durchweg als GPL erhältlich und auch noch unter einer zweiten Lizenz für die Leute, die das aus bestimmten Gründen brauchen. Wir unterstützen das PHP-Projekt dadurch, dass wir dem Projekt Hardware für die Server bereitstellen und unser Kollege Derek Rattans, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ist Mitglied im PHP-Core-Team und arbeitet für uns auch am, oder über uns auch am PHP-Kern mit. Wo ich dann auch zum Arbeiten bei Easy komme. Mir wurde also gesagt, dass hier sicherlich viele interessiert sind, auch mal zu hören, okay, wie ist das Arbeiten bei euch in einer Open-Source-Firma? Wir haben eine sehr freundliche Arbeitsatmosphäre bei uns, die es ermöglicht, auch im Kontakt mit verschiedenen Nationalitäten und in anderen Ländern unsere Erfahrungen auszutauschen und zu interagieren, was ich persönlich sehr interessant finde, wenn man irgendwo arbeitet. Man hat bei uns natürlich die Möglichkeit, durch einige bekannte Persönlichkeiten wie halt Derek Rattans oder Zach Grant, der sitzt übrigens da vorne, mit wirklich erfahrenen Open-Source-Leuten zusammenzuarbeiten, von ihnen zu lernen und sich mit ihnen auszutauschen und zu sehen, wie sie arbeiten. Man kann bei uns
für sehr interessante internationale Kunden arbeiten. Das ist ja gerade auch für den Lebenslauf sehr interessant, wenn man sagen kann, okay, ich habe für Kunde XY gearbeitet und nicht nur für den Bäcker um die Ecke habe ich eine Webseite aufgesetzt. Ein weiterer Grund ist, Teil der Familie zu werden, wenn man bei uns arbeitet. Es ist also wirklich, wie ich schon sagte, eine sehr freundliche Arbeitsatmosphäre. Man trifft auf sehr viele sehr freundliche Menschen. Und ist für mich auch ein wichtiger Grund, bei Easy zu arbeiten. Bei uns hat man den Freedom of Choice. Das heißt, ihr könnt mit dem Betriebssystem arbeiten, mit dem ihr wollt, mit dem Browser, den ihr wollt, mit der IDE, die ihr wollt. Ihr habt also keinerlei Vorschriften. Das ist zum Beispiel auch für mich sehr wichtig bei einem Arbeitgeber, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt nicht gezwungen, hier auf Windows zu arbeiten und IDE XY zu nehmen und bitte meine Dateien nur auf dem Samba-Share abzulegen, sondern ich kann mir das Betriebssystem auswählen. Es ist sogar so, gerade als Entwickler oder Administrator ist natürlich Linux bei uns präferiert. Ihr könnt gerne mit Windows arbeiten, wenn ihr das möchtet, aber einfacher habt ihr sicherlich mit Linux. Und der vielleicht wichtigste Punkt, man hat Teil an Open Source Software, das heißt, man entwickelt Open Source Software und wird dafür bezahlt. Für mich auch ein weiteres wichtiges Argument, meine Brötchen zu verdienen, aber gleichzeitig auch das zu vertreten, woran ich glaube. Irgendwelche Fragen zu Easy Systems, zu unseren Produkten? Ja? Das kommt immer ganz drauf an. Wir haben verschiedene, ich sag mal Bereiche. Wir haben einmal die Core-Entwicklung, wo es natürlich dann, also Core-Entwicklung für das CMS, wo es natürlich hilfreich ist, in Norwegen, stationiert zu sein. Wir haben in allen Offices allerdings auch immer einen Core-Support, der sich halt tiefer damit beschäftigt, irgendwelche Patches einpflegt, die aus irgendwelchen Projekten entstehen. Und halt die Consultants, die direkt beim Kunden etwas oder für den Kunden implementieren, die Support bieten und so weiter. Für diese Tätigkeiten ist es natürlich wichtig, irgendwo an dem Standort zu sein. Wir haben allerdings dann auch wieder Entwickler, zum Beispiel bei den Easy Components, die also wirklich auch so noch irgendwo verteilt sind. Das sind im Moment nicht so viele Standorte. In Dortmund haben wir zwei. Die kommen nicht immer ins Büro, arbeiten teilweise von zu Hause aus. Wir haben mit Sebastian Bergmann jemanden, der auch remote für uns arbeitet. Wir haben einen ehemaligen Mitarbeiter, der in eine eigene Firma gegangen ist, der arbeitet aus Saudi-Arabien für uns. Und ja, das ist so das Wichtigste bei den Easy Components. Insofern kommt es immer darauf an, was du gerade machst und wie man das integrieren kann. Ja? Ich gehe mal so von vorne nach hinten durch. Wir haben eigentlich durchgehend unbefristete. Wir nehmen zum Teil auch Freelancer, aber das kommt dann auch wieder darauf an, was du machst. Wenn du irgendwo an der Kernentwicklung bist oder an den Easy Components arbeitest, sind die Chancen natürlich wesentlich größer, dass du da als Freelancer was machen kannst, als bei Kundenprojekten. Zack? Okay. Okay. Thank you.
Ja, können wir machen. Vielleicht wichtig nochmal dazu zu sagen, es gibt halt einige Kunden, die sagen, okay, wir brauchen gewisse Garantien, wir brauchen oder wir haben gewisse Richtlinien, bei uns wird kein GPL eingesetzt. Für diese Kunden ist es natürlich wichtig, um an diese Kunden zu kommen, dass wir derartige Lizenzen auch anbieten können. Das sind ja gerade große Firmen, die sich vielleicht ein bisschen davor scheuen, erstmal Open Source einzusetzen. Und so kann man denen das dann langsam beibringen, dass das doch eine gute Idee ist. Unser Businessmodell sieht halt so aus, dass wir hauptsächlich über Dienstleistungen wie Projekte, Support oder halt irgendwelche Garantien unsere Einnahmen haben. Das heißt, wir setzen also auch selbst irgendwelche Projekte um. Viel machen unsere Partner an Projekten, die dann mit irgendwelchen Support-Anfragen auf uns zukommen und sagen, okay, ich habe hier jetzt ein komplexes Problem, das wird mir zu groß, helft mir, dann sind wir dafür da. Und weiterhin bieten wir die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen großen Kunden, den möchte ich gerne umsetzen, aber wenn der jetzt seine große Seite hat und die geht auf einmal mitten in der Nacht down, möchte ich keine schlaflose Nacht haben. Ich möchte sicher gehen, dass ich dem Kunden helfen kann mit seinem Problem und nicht die Seite für Tage down ist. Dann kann man mit uns entsprechende Verträge abschließen, wo wir dann die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, du hast ein Problem, wir erkennen das teilweise automatisch, wir updaten dein System automatisch und wenn du ein Problem hast, beziehungsweise dein Kunde ein Problem hat, brauchst du es nur eintragen, du hast bestimmte Reaktionszeiten und wir loggen uns dann ein und kümmern uns um das Problem. Und das ist gerade, wenn man etwas größere Kunden hat, ein wunderbares Verkaufsargument, dass man sagen kann, okay, ich habe hier den großen Hersteller, der steht hinter mir, ich habe ein bestimmtes Service-Level-Agreement und ich kann darüber halt große Kunden befriedigen. Und das können, ich denke mal, die wenigsten kleinen Unternehmen, wenn das Unternehmen, der Kunde nicht zu einem gewissen Risiko bereit ist, was gerade bei großen Firmen seltener der Fall ist. Weitere Fragen? Okay. Richtig. Und haben die Möglichkeit, auch die Software zu verkaufen. Also die Hauptvision ist, mit den Worten unseres CEOs, dass die Leute anfangen zu teilen, zu sharen über unser System. Mit einem offenen System hat man natürlich die Möglichkeit, dass viele Leute dazu beitragen können, weil vieles kann ich in Easy Publish mit Extensions machen und brauche da nicht am Kernel rumfummeln. Das wurde auf unserer letzten Konferenz auch schön formuliert. Innovation passiert immer dann dort, wo verschiedene Leute aufeinandertreffen, also zwischen den Menschen und nicht bei einem Einzelnen. Das heißt, sobald ich dann anfange zu teilen, meine Gedanken, meine Software, entsteht Innovation. Ja? Richtig, also das kommt dann natürlich auf den Kunden an. Bei der GPL gibt es natürlich viele Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Prinzipiell kann ich GPL-Software natürlich auch verkaufen. Solange ich den Source mitliefer, die Lizenz mitliefer, könnte ich auch einfach GPL-Software verkaufen. Ich kann... bitte? Richtig, aber theoretisch kann ich sie trotzdem verkaufen. Ob es ist über irgendwelche Lieferungsdienstleistungen, um CDs, um Support oder selbst die Software selbst, das machen wir zwar nicht, aber ist auch möglich, kann ich damit Geld verdienen.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, sorry. Ja. Ja. Es kommt natürlich darauf an, was du da für einen Kunden hast. Da können wir relativ unterschiedlich darauf reagieren. Wenn der Kunde sagt, ich will nur etwas für mich haben, das soll kein anderer haben, dann ist es natürlich logisch, dass er mehr dafür bezahlen muss, weil wir können da auch keinen Wert mehr später raus schöpfen. Das ist nicht möglich für uns. Also muss der Kunde wirklich die kompletten Entwicklungsleistungen tragen, die Risiken, die da dran hängen, Gewährleistungen und so weiter. Das liegt dann beim Kunden, wird entsprechend teurer. Der Kunde hat den Vorteil dadurch, die Software wird billiger, sie ist besser getestet, sie wird maintained, auch ohne, dass er uns was dafür bezahlt, weil sie auch in anderen Projekten eingesetzt wird. Insofern ist es dann wichtig für uns, dass wir das maintainen und der Kunde kriegt nach wie vor Updates und so weiter, obwohl er nicht bezahlt. Er kann dann sagen, okay, ich mache das jetzt selber, ich nehme eine Schulung bei Easy, das ist also auch ein Geschäftsfeld von uns, eigne mir das alles an und sage dann, okay, die nächsten Updates installiere ich alles alleine, helft mir nur mal beim Aufsetzen des Projekts. Dann gibt es natürlich Kunden, die sagen, Open Source ist mir egal, veröffentliche das. Und ein drittes Modell ist natürlich, dass ein Kunde sagt, okay, ich brauche jetzt Funktionalität XY. Das ist bei uns auch recht neu, das nennt sich Open Funding. Da kann ich sagen, ich brauche jetzt diese Funktionalität auch, das ist eine tolle Idee, das wollen bestimmt auch andere. Ich stelle das Projekt als Open Funding ein auf unserer Webseite. Und viele andere sehen das und können dann sagen, daran bin ich auch interessiert, da wäre ich auch bereit, was zu bezahlen. Dann wird halt eine Spezifikation gemacht, wie man sich das vorstellt. Alle können daran teilhaben und sagen, okay, das und das muss aber noch rein. Dann wird geschätzt, okay, was entsteht da für ein Aufwand, es wird ein Preis festgelegt und wird dann da veröffentlicht. Jeder kann sagen, okay, das ist eine tolle Idee, das brauche ich auch, ich gebe da was zu. Irgendwann wird diese Summe erreicht und es kann umgesetzt werden, entweder durch Easy Systems oder halt jemand anderen. Das ist eigentlich der idealste Weg, denke ich. Weil es ist halt zielgerichtet auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kunden und der Partner. Und gleichzeitig wird da also nicht irgendwas in die Luft entwickelt. Oh, pardon. Also vielleicht ein Wort noch. Wir sind die ganze Zeit auch hier auf der Messe an dem Stand, wo ihr euch über unser Businessmodell und so weiter informieren könnt. Wir sind im PHP-Raum stark vertreten und unsere Mitarbeiter laufen hier auch viel rum. Das heißt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommt einfach auf uns zu und unterhaltet euch mit uns. Ja. Sorry. Wie war das? So irgendwie? Nee, so auch nicht. Ich glaube, du warst auf einem guten Weg. Nee, aber doch so. So geht's. Wenn es passt, ja. Dann passt es. Aber das hängt mir jetzt an der Stirn. Nee, das ist dann falsch. Das war vielleicht auch bei dir das Problem. Das ist die optimale Haltung. Ja, Tatsache. Das geht ja schon besser. Kann man das Ding sich irgendwo einfach anklemmen, dann muss man das nicht die ganze Zeit tragen, ja? Okay. Ja, nicht, dass es runterfällt. So. Ja, moin moin, ich bin Philipp Schwartau von Freiheit.com und ja, auch ich will euch ein bisschen was dazu erzählen, wie irgendwie Arbeit mit Open Source aussehen kann. Ich habe mir auch vorher so ein paar Gedanken gemacht, so ein paar Sachen hätte ich irgendwie auch seinem Vortrag dann übernehmen können, so darüber, wie, was denke ich vielleicht auch tatsächlich viel interessiert, irgendwie, dass ihr, wenn ihr bei uns arbeitet, irgendwie euch eure IDE aussuchen könnt und euer Betriebssystem, solange es frei ist.
und solche Dinge. Aber da ich mir dachte, dass das schon irgendjemand anders erzählt, habe ich gedacht, dass ich vielleicht in dem Vortrag ein bisschen mehr auf die Geschichte von Freiheit.com eingehe. Vielleicht auch soweit ich sie kenne, weil ich bin seit, ich weiß das Jahr gar nicht mehr, 98 studiert, also vielleicht so 2003, glaube ich, 2002, Ende 2002 bei Freiheit.com und habe dort irgendwie mal mein Praktikum gemacht, habe da später irgendwie eine Diplomarbeit geschrieben, habe dann da angefangen zu arbeiten und bin dann quasi zu so einer Art Teamleiter irgendwann geworden und davon möchte ich euch ein bisschen erzählen, dass ihr so einen Eindruck bekommt. Und das Erste, was ich noch vorschießen wollte, vorhin hat mich schon jemand angesprochen, hat irgendwie vielleicht uns gesehen, wir laufen ja alle in so tollen gelben T-Shirts rum, war irgendwie so ein bisschen so, was seid ihr denn? Seid ihr irgendwie so eine komische, weiß ich nicht, irgendwie eine Agentur oder seid ihr irgendwie, seid ihr vielleicht so ein Startup oder so? Ich würde sagen, bei uns herrscht Startup-Feeling, aber wir sind grundsolide. Uns gibt es jetzt auch schon seit 10 Jahren und wir sind kaufmännisch gut geführt. Eine GmbH, keine Fremdeinflüsse, können uns um alles selber kümmern. Ganz wunderbar. Ja, soweit eigentlich schon zu mir und vielleicht ganz grob zu der Firma. Ach so, was machen wir? Vielleicht sollte ich nochmal, dass ihr eine Vorstellung habt. Wir machen Projektgeschäft und entwickeln in erster Linie auch immer noch andere Sachen. Also letztendlich sage ich immer, wir machen, was immer der Kunde an uns ranträgt, aber in erster Linie entwickeln wir große Internetsysteme. Ja, wie alles begann. 1998/99 wird Freiheit.com als Firma von Programmierern für Programmierer gegründet. Das heißt, mein Chef hat halt eine Zeit lang vorher in einer Firma gearbeitet, wo er gezwungen war, irgendwie unter Windows zu entwickeln, was er so grässlich fand, dass er gesagt hat, ich muss meine eigene Firma gründen. Auch andere Dinge in anderen Firmen haben ihm nicht gefallen, wie Projekte gemanagt wurden, wie Deadlines gehalten wurden. Und er hat gesagt, ich muss meine eigene Firma gründen. Von Beginn an wird eben Linux als Entwicklungsplattform eingesetzt. Das war eigentlich genau die Idee. Genauso wie, was machen wir? Internetsysteme. Er hat gesagt, wenn ich ein browserbasiertes System mache, dann kann ich unter Linux entwickeln und wenn die Leute sich dann unter Windows das nachher benutzen wollen mit dem IE, dann ist ihnen das auch egal. Und wir können das Ganze unter Linux deployen. Achso, ich habe auch diese schönen Bilder. Vielleicht soll ich noch dazu sagen, nicht wahr, wie alles begann. Das ist mein Chef hier und da sitzt er noch in seinem Wohnzimmer irgendwie mit ein paar Kollegen und das Ganze sieht auch einigermaßen chaotisch aus. Das ist jetzt kurze Zeit später, also Anfang 99 irgendwann, geht mit TravelChannel.de das erste große internetbasierte System online auf Basis freier Software. Das Büro sieht inzwischen ein bisschen ordentlicher aus, noch nicht ganz so, aber es ist tatsächlich ein Büro, kein Wohnzimmer mehr. TravelChannel.de seitdem unser Kunde, also bis heute und wir haben eine extrem hohe Kundenbindung irgendwie, sodass sie eigentlich alle unsere Kunden, seit wir sie haben, sind noch bei uns. Es gibt immer Ausnahmen, wo es aber eher daher kommt, dass die Kunden dann nicht mehr ihre Software weiterentwickelt haben. Aber diesen Kunden und was das Wichtige dabei für uns ist, wir binden unsere Kunden nicht an uns durch langfristige Supportverträge oder irgendwas, sondern was wir machen, ist, wir geben ihnen am Ende vom Projekt einen Source und sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr es selber weiterentwickeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr es an eine andere Firma geben, an einen anderen Dienstleister und das weiterentwickeln lassen. Unsere Dienstleistung ist die Software, die wir schreiben. Und damit, wenn ihr wollt, hört damit sozusagen unsere Kooperation hier auf. Aber wie man sieht, normalerweise will es keiner. Ja, 2002 ist dann so, also bis dahin, natürlich, irgendwie, wir haben weitergearbeitet. In 2002 geht irgendwie der erste große Online-Buchshop online, den wir entwickelt haben, Libri.de. Und Libri.de war ein System, was dafür gedacht war, um eben ganz viele Mandanten zu haben. Also wir hatten tausende von Mandanten, irgendwie jeder einzelne Buchshop oder jeder einzelne Buchladen um die Ecke konnte eben ein Mandant bei Libri werden und konnte darüber auch jetzt im Internet plötzlich Bücher verkaufen. Und das haben wir uns dann zunutze gemacht und haben gesagt, wir gründen Bookzilla, also wir haben auch einen weiteren Mandanten auf dieser Libri-Plattform aufgesetzt
und haben mit Libri ausgemacht, dass eben alles, was wir darüber verkaufen, an die FSFE gespendet wird. Deswegen ein bisschen Werbung hier, wann immer ihr jetzt Bücher kauft, also wenn ihr sie nicht gerade hier irgendwo am Stand kauft, kauft sie über bookzilla.de. Wir verdienen daran nichts, es geht alles komplett an die FSFE. Ja, dann ab 2002 übernehmen unsere Kunden unseren Vertrieb, indem sie uns weiterempfehlen. Wir haben letztendlich keinen Vertrieb. Also der einzige Vertrieb, den wir früher hatten, war mein Chef, der losgegangen ist zu Leuten und hat gesagt, ihr seid eine coole Firma, für euch haben wir Bock zu arbeiten, braucht ihr nicht irgendwie Software. Und inzwischen brauchen wir das nicht mehr, unsere Kunden empfehlen uns weiter, sie sind glücklich mit uns und so verkauft sich das Ganze. Und so, das ist nur ein kleiner Auszug, aber das sind halt so Kunden, über die wir dann mit der Zeit alle gewonnen haben und für die wir große Systeme gebaut haben. Ja, und seitdem, was haben wir heute? 2007, wir sind gewachsen, sehr kontrolliert, aber stetig. Das heißt, heute nach 10 Jahren haben wir etwa 45 Mitarbeiter. Davon, von diesen 45 Mitarbeitern etwa 5, die entweder im Office sitzen, im Controlling, unsere kaufmännische Geschäftsführerin, also 5 Leute, die keine Programmierer sind. Das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Eine Firma von Programmierern für Programmierer, das war immer so das Ziel, dass wir den Overhead so gering wie möglich halten. Also Overhead darf ich jetzt nur sagen, weil wir unter Entwicklern sind. Sorry. Ah nee, der Kollege ist schon weg. Auf jeden Fall, das ist so, das ist die Idee der Firma. Und wie gesagt, wir sind extrem profitabel, uns geht's gut. Wir können uns auch erlauben, wir können unsere Kunden aussuchen, wir haben total interessante Projekte. Kunden kommen inzwischen zu uns und machen mit uns immer Geheimprojekte, also Projekte, die sie erst eben tatsächlich am Anfang noch nicht veröffentlichen, was sie da machen. Und wie gerade letztens ist bekannt geworden jetzt, dass wir eine total interessante Plattform für den Spiegel machen, die, ich weiß nicht, ob irgendjemand davon gehört hat, eines Tages. Das ist eine Zeitgeschichte, Community-Plattform, die irgendwie mit der Redaktion vom Spiegel gepflegt wird gemeinsam. Das ist eine ziemlich coole Geschichte und da haben wir noch so ein paar Sachen am Start jetzt. Worum es eigentlich nur geht, bei uns kann man eigentlich immer interessante Sachen machen, weil wir letztendlich uns bei den Projekten die Sachen aussuchen, die uns interessieren. Ja, wie funktionieren wir? Irgendwann, wir sind ja mal ein bisschen gewachsen. Irgendwann haben wir angefangen, am Anfang hat doch jeder gearbeitet in einem Projekt, wenn es mal dringend wurde, ist von A nach B gesprungen und so. Inzwischen sind wir eben in Teams organisiert. Wir sagen mal, jedes Team ist eigentlich wie eine kleine Firma. Also das Wichtigste für jemanden jetzt, der sich dafür interessiert, eventuell bei uns zu arbeiten, ist eigentlich, jedes Team ist autark. Wir haben bei uns zum Beispiel, was auch wichtig ist, jeder Programmierer bei uns ist ein Allrounder. Das heißt, wir haben irgendwie keine Systemarchitekten. Wir haben irgendwie keine Leute, die zum Kunden gehen und die es nachher umsetzen oder irgend sowas. Solche Trennung gibt es bei uns nicht. Jeder macht alles. Das heißt, in einem Team, das ist einfach, wird geführt von jemandem, der schon ein bisschen länger einfach in der Firma ist, der sich ein bisschen besser auskennt, aber der genauso an dem Projekt mitentwickelt wie jeder andere auch. Und der den gesamten Lebenszyklus von einem Projekt mitmacht, von der Konzeption, auch Beratung des Kunden, dann über die Spezifikationen, Umsetzung und nachher natürlich auch die Pflege. Wie man hier sieht, achso, ich habe gestern noch ein paar Fotos gemacht. Also wir sind irgendwie hier mit griechischen Buchstaben immer unsere Teams benannt, dass man auch immer weiß, wer in welchem Team ist und wenn man dann nochmal in einem Jahr das wechselt, dass man dann irgendwie jedes Jahr vielleicht ein anderes T-Shirt hat. Nein, eigentlich nicht, man bleibt. Jeden Tag ein T-Shirt. Was ich hier erzählen wollte, habe ich eben schon. Es wird bei uns niemand eingestellt von oben. Also wir stellen niemanden ein, der plötzlich irgendwie Projekte managt oder so. Bei uns heißt das Ganze auch Programmmanagement. Und das bedeutet einfach nur, es ist jemand, der sich in der Lage fühlt, ein Projekt zu leiten, der aber
letztendlich sich auch dadurch auszeichnet, dass er früher eben Projekte selber ganz normal wie jeder andere in einem Team mit umgesetzt hat und irgendwann quasi dadurch, dass die Firma wächst, dass man dadurch dann selbst irgendwann ein Team übernimmt, weil Leute rücken halt nach und irgendwann muss jeder dann ein Team übernehmen, der möchte. Also diese Ringe, die kommen so ein bisschen aus der Zeit, als am Anfang, als es tatsächlich vielleicht noch mehr Startup-Atmosphäre noch mehr war, als wir irgendwie die Nächte noch durchgearbeitet haben und so ähnlich. Da wurden dann irgendwann an die Programmmanager eben solche Ringe verteilt, dass es irgendwo so ein bisschen zeigt, dass vielleicht auch wie verbunden wir uns teilweise mit unserer Firma fühlen. Ja, das war jetzt so ein bisschen, was ich alles erzählt habe, vielleicht kurz zusammengefasst. Ne? Nur was man gerne macht, kann man auch wirklich gut. Das ist das Freiheit.com-Prinzip. Wir haben leidenschaftliche Programmierer, die zufälligerweise, glücklicherweise, einfach ganz häufig damit zusammenkommen, dass es welche Leute sind, die sich für freie Software interessieren. Einfach dadurch, weil wir haben einfach Leute, die in der Freizeit eben auch weiter programmieren, die sich dafür interessieren und so. Und das sind einfach ganz häufig Leute, die sich auch für freie Software engagieren. Ja, und wir haben, und das bringen die meisten nicht mit, aber das lernt man in der Firma, wir haben sogenannte programmiererzentriertes Software Engineering und unbürokratisches Projektmanagement. Soll einfach heißen, dass man bei uns lernen kann, wie man große Internetsysteme entwickeln kann und wie man irgendwie auch Projekte managen kann, so dass wir sie in Budget und in Time ausliefern und trotzdem bei der ganzen Geschichte noch Spaß haben. Ja. Wen es also interessiert, wir stehen da vorne auch auf dem Stand. Wir bieten jederzeit Praktika, Diplomarbeiten und Jobs, weil letztendlich, ich sage jederzeit, wir haben unser Wachstum eigentlich dadurch begrenzt, dass wir gesagt haben, wir können nicht schneller wachsen, als unsere Kultur das verkraften kann. Aber gute Leute braucht man immer. Das heißt, es hängt nicht an Projekten oder so, dass wir Leute einstellen, um die Frage vielleicht im Voraus zu beantworten. Es gibt keine Freelancer bei uns. Alle Leute haben einen unbefristeten Anstellungsvertrag. Und ja, dementsprechend, Projekte gibt es genug umzusetzen. Und wann immer irgendwie ein wirklich guter Programmierer zu uns kommt, haben wir auch einen Job für ihn. Ja, besten Dank. Hat noch jemand Fragen? Ja, bitte. Wir schreiben eigentlich alles from scratch. Also außer wo es sinnvoll ist. Wobei man auch sagen muss, dass wir tatsächlich, also lieber Sachen auch from scratch schreiben und dass wenn Leute an uns rantreten und wir das Gefühl haben, dass wir eigentlich nicht die richtige Firma für die sind, also weil wir eben die wirklich komplexe Systeme entwickeln, die komplett auf den Kunden zugeschnitten sind, dann bieten wir dem eigentlich auch, so gut es in unseren Möglichkeiten möglich ist, irgendwie sagen ihm, an wen er sich vielleicht wenden kann, bieten ihm irgendwie Alternativen an oder so. Wir entwickeln ja auf Java-Basis. Java ist jetzt nicht Open Source, aber also teilweise inzwischen. Das war eigentlich eher die Entscheidung für Java, weil es plattformunabhängig war damals. Und wir setzen die komplette Apache-Bibliothekenpalette sozusagen ein, basierend natürlich mit Java auf dem Tomcat und so weiter und so fort. So. Aber letztendlich, noch so, was ich zu den Teams sagen wollte vorhin, habe ich vielleicht gar nicht gesagt, die Teams sind halt autark, das heißt, es gibt irgendwie auch nicht bei uns, dass man gesagt bekommt, wie du setzt dein Projekt irgendwie mit Spring und Hibernate und weiß ich nicht um, sondern halt jedes Team kann eigentlich entscheiden, welche Technologien er einsetzt, ob sie sich das alles selber schreiben irgendwie oder ob sie eben irgendwelche Komponenten benutzen und welche das sind. Das ist jedem Team selbst überlassen und das ist eigentlich das Schöne an dem Projektgeschäft, um dafür Werbung zu machen. Man hat halt irgendwie alle paar Monate bis Jahre kann man ein System komplett from scratch wieder aufsetzen. Das heißt, man hat wieder die Chance, irgendwie aktuelle Technologien einzusetzen. Sehr spannend, wird nicht langweilig.
Team ist so 3 bis 7 Mann. Ja, also zum Beispiel ein Abschluss oder so ist nicht irgendwie das Einstellungskriterium, sondern in dem Lebenslauf erkennt man, also gerade wenn wirklich jemand sich für Open Source selber, also wenn er entwickelt, dann schreibt er das hoffentlich auch in seinen Lebenslauf und das ist ja einfach, sehr einfach nachzuvollziehen. So. Aber letztendlich ist das, wenn ihr jetzt eine Bewerbung schreibt, dann merkt man an der Bewerbung, ob irgendwie die Begeisterung rüberkommt und dann, wenn man mit den Leuten spricht, ist wahrscheinlich tatsächlich ein Bauchgefühl zu großen Teilen. Wir leben das Prinzip also eher unserem Kunden gegenüber. Der bekommt den Source. Und wir versuchen uns eben zu engagieren für Geschichten wie die FSFE und wir versuchen uns oder wir engagieren uns für gegen Softwarepatente, solche Geschichten. Aber dass wir direkt, also ja, doch, wir haben auch teilweise, wir haben ein Projekt Wings, falls das jemand kennt, das ist von einer, auch einer Firma hier, ich weiß gar nicht, wo die genau sitzen, auf jeden Fall. Da schicken wir auch teilweise mal zum Leute hin, die da eben auch dann freigestellt werden, um dann dort mitzuentwickeln. Wings ist Swing fürs Web. Also eine Abstraktionsschicht letztendlich, wo man sehr Web-Applikationen wie eine Swing-GUI schreiben kann. Doch, da hinten noch, ja. Ja, also wir haben so inzwischen fast 10 Teams und jedes Team hat letztendlich normalerweise 1 bis 2 aktive Projekte und meistens auch noch 1 irgendwie, was halt gepflegt wird. Ja, sonst keine weiteren Fragen, dann besten Dank und weiterhin viel Spaß. Dauert 1 Minute, bis der Vortrag vom Notebook auf unseren Rechner hier transferiert wurde. Das ist natürlich eine Hochsicherheitserfahrung ohne Internet. Ja, ja.
Mein Name ist Ralf Pöllert, ich komme von der Serie A GmbH und wie ihr wahrscheinlich eben schon mitbekommen habt, bin ich kein besonderer Linux-Spezialist. Sonst hätte ich das wahrscheinlich ein bisschen schneller hinbekommen. Ich bin Student hier in der FH, seit mittlerweile 16 Fachsemestern. Irgendwann schreibe ich nochmal meine Diplomarbeit. Na, das vorneweg. Ich würde ganz kurz was zu unserer Firma erzählen. Wenn ich es schaffe. Wir sitzen in Köln, stricken Individualsoftware für Logistikkunden. Da sind so von den Transportlogistikern in Deutschland im Prinzip alle Interessanten dabei. Alle unsere Anwendungen sind webbasiert und basieren auf leichtgewichtigen Open-Source-Komponenten. Eben, wie eben auch schon erwähnt, Spring 2, Hibernate, Tomcat. Das ist also bei uns die Architektur, die wir im Prinzip für alles benutzen, weil sie für alles mehr oder weniger passt. Wo wir auch drauf standardisieren, ein bisschen, im Gegensatz zu euch. Was natürlich für uns den Vorteil hat, dass einer, der das mal kennt, der kennt das dann eben. Und es ist natürlich auch leichter, Leute zu finden, die Spring kennen, als wenn man jetzt ein In-House-Framework sich entwickelt hat. Was vielleicht auch gut ist, was aber keiner kennt, was auch im Zweifelsfall nicht dokumentiert ist. Natürlich gilt für unsere Firma dasselbe, was meine Vorredner auch schon alle erwähnt haben. Wir sind also ein wahnsinnig toller Arbeitgeber. Es gibt ein wahnsinnig tolles Betriebsklima. Und ich schließe mich da einfach mal an. Allerdings habe ich mir gedacht, da hier in erster Linie Techies anwesend sein würden, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ich habe auch nicht mit so vielen Leuten gerechnet, wollte ich den ganzen Krempel einfach mal weglassen. Klar suchen wir Leute, wir sind auch immer interessiert, gute Leute kennenzulernen. Ob das jetzt für einen Job ist, wir suchen aktuell Leute, nehme ich auch mal gleich vorneweg. Wir bieten aber auch jederzeit Diplomarbeiten an, irgendwelche Studienarbeiten, sonstiges. Wir sind also generell mit guten Leuten immer an der Zusammenarbeit interessiert. Und wir haben auch die Arbeit dafür. Was ich mir gedacht habe, um euch unsere Firma ein bisschen näher zu bringen oder euch ein bisschen was Konkretes auch mal zu erzählen, ich habe mir eine kleine Liste gemacht mit Technologien, die wir momentan einsetzen oder die wir interessant finden, mit denen wir uns einfach beschäftigen. Und die würde ich euch ganz gerne vorstellen. Ich denke mal, da kann man schon einen ganz guten Einblick bekommen, einfach so, womit wir uns gerade beschäftigen. Ansonsten, wenn man sagt, ja, wir entwickeln Internetsysteme auf Java, das kann vieles bedeuten. Aber ich wollte einfach mal ganz gerne konkret werden, dass vielleicht auch mal was Technisches hier rüberkommt. Ich beantworte aber auch gerne Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach. Ich denke mal, viele von den Fragen, die schon gestellt wurden, treffen uns natürlich genauso zu. Die kann ich auch gerne nochmal beantworten. Vielleicht gehe ich das jetzt relativ schnell durch. Ich werde mich auch nicht lange aufhalten. Habe auch nur noch 5 Folien oder sowas. Und danach würde ich gerne eure Fragen beantworten. Weil das wahrscheinlich noch besser ist, als das, was mir eingefallen ist für diesen Talk. So, nächste Folie bitte. Mit Grails, falls das jemandem geläufig ist, beschäftigen wir uns gerade im Moment seit ein paar Monaten. Also ist das erstaunlich hübsche Kind von Rails und Enterprise Java. Also Ruby on Rails, weiß jeder, ist eine super Sache. Enterprise Java, naja, hat nicht so einen guten Ruf, ist aber im Prinzip auch eine sehr gute Sache, mit der wir sehr viel Erfolg gehabt haben in den letzten Jahren. Grails ist quasi ein Rails-Klon, nicht auf Java, sondern auf Groovy, was eine dynamische Programmiersprache auf der JVM ist. Und Grails ermöglicht es, quasi Best of Both Worlds zu bekommen. Man bekommt wirklich ein Web-Framework, was fast so toll ist wie Rails. Man bekommt aber durch die Integration mit Java, dass man quasi die Anwendung genauso deployen kann wie eine Java-Anwendung, dass man sämtliche Bibliotheken benutzen kann, dass man den Krempel genauso monitoren kann, ist es eigentlich so eine Win-Win-Situation. Das ist also eine hochinteressante Sache. Mein Kollege Daniel Peer,
der hier auch irgendwo sitzen müsste, wird dazu nachher noch einen Vortrag halten um 3:15. Vielleicht belasse ich es mal dabei. Wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen. Das nächste Thema ist Spring Web Services. Ist quasi ein Spring-Unterprojekt. Ich gehe mal davon aus, dass Spring bekannt ist. Ist insofern nicht nur ein weiteres Web-Services-Framework, als dass es wirklich meiner Meinung nach als einziges Contract-First-Development erzwingt oder sehr großen Wert drauf legt. Das heißt, dass die Definition des Vertrags zwischen Client und Server, sage ich mal, das Wichtigste ist. Ich nehme nicht eine bestehende Java-Klasse und erzeuge daraus irgendeinen Web-Service, und wenn ich die Java-Klasse anfassen will, dann darf ich das plötzlich nicht, weil sonst die Clients kaputt gehen. Sondern hier wird Wert darauf gelegt, dass zuerst der Service definiert wird. Das ist letztendlich genauso wie Contract, Design by Contract oder genauso wie man es in der Geschäftswelt auch macht. Man hat einen Vertrag und daran hält man sich dann. Ist also meines Erachtens das einzige Framework, was das vernünftig ermöglicht. Unterstützt auch ein Programmieren nach dem sogenannten Postles Law. Das heißt, sei flexibel in dem, was du entgegennimmst und streng mit dem, was du rausgibst. Das ist zum Beispiel genauso wie ein Browser versucht, jegliches HTML darzustellen, weil es im Zweifelsfall besser ist als nichts. Versuchen richtig implementierte Webservices eben auch Nachrichten, die vielleicht nicht hundertprozentig korrekt formatiert sind, zu verarbeiten. Wenn das möglich ist, das ist nicht immer möglich. Und auf der anderen Seite, alles, was man raussendet, wird eben hart validiert, wegen XML-Schema zum Beispiel, um natürlich den anderen nicht dieselbe Bürde aufzuerlegen. Damit haben wir uns jetzt in letzter Zeit ganz stark beschäftigt. Spring Web Services ist gerade die Version 1.0 rausgekommen letzte Woche. Und im Zuge der Beschäftigung damit mussten wir auch mal wieder feststellen, XML und Java ist pain in the ass, also macht keinen Spaß, ist es wirklich die Hölle. Ich habe auch gedacht, vielleicht hätte sich da was getan, aber es ist nicht.